Archivaufnahmen aus der Brandnacht vom 17. auf den 18. Dezember 2005 in Tübingen. Vor 10 Jahren sind hier bei einem Löscheinsatz die beiden Feuerwehrmänner Kurt Schwägerle und Andreas Mang an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Sie versuchten, das Feuer im Inneren eines unbewohnten Fachwerkhauses in der Tübinger Ludwigstraße zu löschen. Im Gedenken an die Kameraden der Feuerwehr sollen im Güterbahnhofsareal 2 Straßen nach ihnen benannt werden.